Die Parkinson-Krankheit ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, es geht ein bestimmter Kern in der Tiefe des Gehirns, die sogenannte Substantia nigra, der schwarze Kern, durch den Krankheitsprozess unter. Die Zellen sterben ab. Es sind auch noch andere Bereiche des Gehirns von diesem Prozess des Zellunterganges betroffen. Aber das, was sozusagen die Kernsymptome der Erkrankung ausmacht, ist darauf zurückzuführen, dass dieser schwarze Kern degeneriert. Die Erkrankung ist die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung nach der Alzheimer-Krankheit. Insgesamt über die gesamte Population gerechnet sind etwa 2 Promille aller Menschen betroffen. Bei den über 65-Jährigen sind es etwa 2% aller Menschen, die von dieser Erkrankung betroffen sind. Daraus geht bereits ein ganz wichtiger Aspekt hervor, nämlich das ist eine Erkrankung, die mit zunehmendem Alter häufiger wird. Das heißt nicht, dass nicht auch junge Menschen sogar schon im jungen Erwachsenenalter betroffen sein können, das ist aber ein kleinerer Teil. Die Parkinson-Erkrankung hat das Hauptsymptom Akinese, eine Bewegungsverlangsamung, die beispielsweise die Hände betrifft, die aber auch das Gesicht betrifft und dann zu einer verminderten Mimik führt, die die Beine betreffen kann. Das bedeutet dann, dass ein verlangsamter Gang auftritt mit kurzen, schmalbasigen Schritten. Ein zweites Symptom ist der sogenannte Ruhetremor. Ein Tremor, der dann auftritt, wenn der Patient entspannt dasitzt. Dieser Ruhetremor nimmt bei mentaler Anspannung, bei Aufregung, bei Stress zu. Er ist in aller Regel nicht vorhanden beim Hantieren mit Gegenständen. Das dritte Symptom ist der Rigor, die Muskelverspannung, bei der es zu einer Tonuszunahme der Muskulatur kommt, was sich dann für den Patienten nicht nur in der Bewegungsverlangsamung, sondern unter Umständen auch in Schmerzen äußern kann. Ein weiteres, viertes Symptom ist die Standstörung. Die Patienten haben reduzierte Standreflexe, sie sind also nicht in der Lage, im Bus beispielsweise ein plötzliches Abbremsen aufzufangen, sondern sie drohen dann hinzustürzen. In späteren Stadien der Erkrankung kann diese Standstörung auch zum Hinstürzen beim Laufen beispielsweise führen. Neben diesen motorischen Hauptsymptomen kommt es aber auch im Verlauf der Erkrankung zu sogenannten nichtmotorischen Symptomen. Das kann sich in einer Blasenstörung äußern, die Patienten müssen zu häufig zur Toilette gehen. Das kann sich in einer Depression äußern, es kann sich aber auch in einer zunehmenden Gedächtniskrankheit äußern. Die Ursache der Parkinson-Erkrankung ist nicht bekannt. Wir wissen sehr vieles über einzelne Prozesse im Verlauf dieses Degenerationsprozesses. Wir kennen aber nicht den eigentlichen Start. Aus epidemiologischen Studien wissen wir, dass es eine genetische Komponente bei der Entstehung dieser Erkrankung gibt. Es sind aber nur 3%, die die Erkrankung in der Familie haben. Dennoch sind Veränderungen in vielen verschiedenen Genen wahrscheinlich dafür mitverantwortlich, dass diese Erkrankung besteht. Wenn viele Schalter sozusagen in dieser Richtung gestellt sind, dann kann es zum Ausbruch der Erkrankung kommen. Wir wissen aber auch, dass Umweltfaktoren dabei eine Rolle spielen. Ein wichtiger Befund war in diesem Zusammenhang, dass Menschen, die in ländlichen Gegenden Quellwasser trinken, dass bei diesen Patienten die Erkrankung häufiger vorkommt und daraus schließt man indirekt, dass hierfür eine Umweltursache mitverantwortlich sein muss. Die Diagnose der Parkinson-Erkrankung wird durch ärztliche Untersuchung gestellt. Der Neurologe prüft bei dem Patienten die verschiedenen Symptome, die ich vorhin benannt habe, also Akinese, Rigor, Ruhetremor und Standstörung durch formalisierte Tests. Damit entsteht zunächst eine Syndromdiagnose. Von dort aus bedarf es aber weiterer Zusatzuntersuchungen, um diese Erkrankung dann endgültig festlegen zu können. Denn es gibt eine ganze Reihe von anderen Erkrankungen, die ganz ähnliche Symptome machen können. Diese anderen Erkrankungen reichen von einem Hirntumor beispielsweise über einen fälschlichen Medikamentengebrauch
bis hin zu anderen neurodegenerativen Erkrankungen, die gar kein Parkinson sind, aber dennoch in der Initialphase mit diesen Symptomen einhergehen können. Die Parkinson-Erkrankung ist eine behandelbare Erkrankung. Das ist sehr wichtig. Das ist auch neu. Vor 30 Jahren etwa bedeutete die Diagnose der Parkinson-Erkrankung, dass man 10 Jahre später im Rollstuhl sitzt. Heute ist das so, dass ein Patient, der optimal behandelt ist, auch nach 10 Jahren noch kaum in der Öffentlichkeit als Parkinson-Patient erkannt werden muss. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Das Wichtigste ist der Ersatz des fehlenden Überträgerstoffes, des Dopamins. Das kann man durch Gabe von L-Dopa machen. Die L-Dopa-Gabe hat aber einige Nachteile im Langzeitverlauf. Deshalb wird man diesen Behandlungsweg erst dann gehen, wenn andere Behandlungswege versagt haben oder wenn besondere Bedingungen bei dem Patienten vorliegen. Andere Substanzen, die eingesetzt werden können, sind die sogenannten Dopaminagonisten, also Medikamente, die direkt sozusagen den Rezeptor beeinflussen können. Dann gibt es weitere Substanzen wie etwa das Amantadin oder die Monoaminooxidase-Hemmer oder die COMT-Hemmer. Das sind alles Substanzen, die die Verstoffwechslung des Dopamines dahingehend verändern, dass sie zu einem Mehr an Dopamin im Gehirn führen. Wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt Komplikationen im Verlauf der Erkrankung auftreten, beispielsweise die Blasenstörung, so kann man auch dieses Symptom durch entsprechende urologische Medikamente bessern. Wenn eine Depression auftritt, so kann man Antidepressiva verwenden, die wirkungsvoll die Symptome der Parkinson-Depression behandeln können. Die Gedächtniskrankheit, die Demenz, die im Spätstadium der Erkrankung auftreten kann, ist noch nicht so gut zu behandeln. Hier sind Begrenzungen der Therapie gegeben. Das ist aber ein Zeitpunkt, an dem dann das Alter des Patienten und die Parkinson-Erkrankung zusammenkommen und dann diese Symptome auslösen. In fortgeschrittenen Stadien der motorischen Symptome gibt es den Fall, dass die Medikamente als solche nicht mehr ausreichen. Dann gibt es zum jetzigen Zeitpunkt eine neue Methode, die tiefe Hirnstimulation, die sehr wirkungsvoll auch in diesem Stadium der Erkrankung die Symptome noch bessern kann. Die Parkinson-Erkrankung ist eine höchst intensiv beforschte Erkrankung. Es gibt zwei große Bereiche, die von Interesse sind. Der eine Bereich ist die sogenannte molekulare Forschung. Hier geht es darum, die Mechanismen dieses Degenerationsprozesses genau zu untersuchen. Dazu werden moderne genetische Methoden, molekularbiologische Methoden aller Art eingesetzt. Ein zweiter Bereich, der genauso wichtig ist und auch therapeutische Konsequenzen hat, ist die genaue Erforschung der Kreisläufe des Gehirns, die bei dieser Erkrankung gestört sind. Wir sind ganz zuversichtlich, dass in den nächsten Jahren ein Durchbruch bei der Behandlung dieser Erkrankung gelingen wird, insbesondere bei der Entwicklung von Medikamenten, die diesen Degenerationsprozess verlangsamen. Hierfür gibt es erste Ansätze, die bereits auch bis zu einer klinischen Behandlung gegangen sind. Und es gibt eine Reihe von molekularbiologischen Ansätzen, die nun versprechen, dass wir hier eine weitere Verbesserung der Behandlung erzielen werden.